Recht herzlich zur Podiumsveranstaltung des Herbert-Wegener-Bildungswerks heute hier am 7. Juli. Ich bin Karin Fritzel, Leiterin des Bildungswerks. Anlass, dass wir zusammenkommen, ist wie jedes Jahr der Geburtstag von Herbert Wehner. In diesem Jahr wäre er am 11. Juli, kommender Mittwoch, 106 Jahre alt geworden. Auch in diesem Jahr sind wieder die Nachfolger von Herbert Wehner als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion hier und heute dabei. Herzlich willkommen in Dresden, Frank-Walter Steinmeier, Franz Müntefering und Peter Struppe. Ich freue mich, dass bei der gleich folgenden Podiumsdiskussion Eva-Maria Stang, Landtagsabgeordnete, ehemalige sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst und stellvertretende Vorsitzende der SPD Sachsen, sowie Florian Bokor von der Piratenpartei Sachsen dabei. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich willkommen an Jürgen Schmude, langjähriger Sprecher des Freundeskreises des Herbert-Wehner Bildungswerks. Und jetzt Klaus Säubel müsste hier sein. Ist der Vorsitzende des Herbert-Wehner Bildungswerks e.V. An Klaus Reiners, bin schon gesehen, der Gründungsgeschäftsführer des Herbert-Wehner Bildungswerks. Alle herzlich willkommen. Besonders freue ich mich, ich heiße alle Freundesmitglieder von nah und fern hier herzlich willkommen und auch die hier im Raum anwesenden Mitglieder der Piratenpartei. Rita Wehner lässt Sie alle recht herzlich grüßen. Sie kann gesundheitsbedingt heute aber hier leider nicht dabei sein. Wehners Geburtstag ist das eine. Auch wir feiern in diesem Jahr. 20 Jahre gibt es uns in Sachsen. Franz Müntefering wird im Anschluss an diese Veranstaltung ab ca. 17.15 Uhr im Rahmen des Treffens des Freundeskreises zu uns sprechen. Sie alle, egal ob Freundeskreismitglied oder nicht, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Nun zum Inhalt des heutigen Tages. Mehr Demokratie wagen. Was steckt hinter den neuen Protestbewegungen? Eine erste Antwort gibt gleich hier im Anschluss Frank-Walter Steinmeier, der danach zum Flughafen eilen muss. Wir bedauern, dass er bei dem eigentlichen Streitgespräch nicht dabei sein kann, aber umgestellt ist. Christian Demuth, Politikwissenschaftler hier aus Dresden, der hier auch in Dresden seinen Doktortitel gemacht hat, hat sich schon intensiver mit der Protestbewegung auseinandergesetzt. Nach seinem Einstiegsreferat startet dann die Diskussion, die von Michael Raske moderiert wird. Er ist freier Journalist und Buchautor aus Leipzig und dem wir auch ganz herzlich danken, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Christiane Kohl von der Süddeutschen Zeitung, die liegt leider mit Grippe im Bett und wir wünschen ihr an dieser Stelle herzliche Genesungswünsche. Und selbstverständlich, liebe Gäste, bleibt im Anschluss ausreichend Zeit für Fragen und Anmerkungen von Ihnen aus dem Publikum. Ein letzter Hinweis, bevor ich Frank-Walter Steinmeier hier nach vorne bitte. Die folgenden Referate, ich gucke jetzt mal hier in die linke Richtung, und Diskussionen werden auf Anregung der Piratenpartei per Livestream ins Internet übertragen. Ich grüße an dieser Stelle alle Piraten, die in ihrem Sommercamp im Brandenburgischen sind und aus dem Florian Bokor gerade direkt hierher als Podiumsgast angereist ist. Doch nun Frank-Walter Steinmeier zu der Frage mehr Demokratie wagen. Was steckt hinter den neuen Protestbewegungen? Vielen Dank. So, verehrte Kollegen, Fraktionsvorsitzenden, meine sehr verehrten Damen und Herren und soweit es zutrifft auch liebe Genossinnen und Genossen, das war eine parlamentarische Achterbahnfahrt in den letzten Wochen, das haben Sie gesehen. Ich habe die Mitglieder meiner Fraktion verabschiedet und gesagt, macht euch nichts draus, weder ist Sommer, noch ist Sommerpause. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten, spätestens in der übernächsten Woche wieder zu Sondersitzungen zusammenkommen müssen. Insofern ist das schon eine besondere Zeit, in der wir da im Augenblick leben und die sorgt eben auch dafür, dass es in meinem Terminkalender noch ein bisschen turbulenter zugeht als sonst schon. Ich werde heute Abend um 19 Uhr schon wieder im Schwarzwald sein müssen und da noch eine Rede halten, morgen früh zum 93. Geburtstag von Walter Scheel. Also
Wochenende ist auch nicht. Nicht nur kein Sommer, keine Sommerpause, auch kein Wochenende. Bitte um Verständnis, wenn ich hier gleich nach meiner Rede das Weite suchen muss und zum Flugplatz gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Zitat. Auch und gerade die Parteien müssen Mittel und Wege finden, damit sie nicht in der modernen Industriegesellschaft ein Kartell neben den anderen Kartellen werden. Die Parteien müssen expansiv und dynamisch und nach außen gerichtet sein. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat nicht etwa ein Parteienforscher im Jahre 2012 geschrieben, sondern dieser Satz stammt aus dem Jahr 1968 und er stammt aus dem Munde von Herbert Wehner. Warum dieses Zitat am Anfang meiner Rede zu diesem Thema? Vielleicht, weil wir uns auf einer Veranstaltung des Herbert Wehner Freundeskreises befinden, das wäre Grund genug, aber natürlich nicht nur deshalb dieses Zitat, sondern ich glaube, weil es auch gut tut, wenn wir uns in der hochaktuellen Debatte, die Sie gleich verfolgen werden auf dem Podium, manchmal auch etwas angestrengt aufgeregten Debatte, wenn wir uns in den Diskussionen um Protest und Beteiligung hin und wieder jedenfalls bewusst machen, dass all die Fragen, die wir gleich diskutieren werden, am Ende so furchtbar neu vielleicht gar nicht sind. 1968, mitten in der Hochphase tiefster gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung, hat Herbert Wehner uns daran erinnert, Parteien dürfen den Kontakt, das war seine Botschaft, Parteien dürfen den Kontakt zur Gesellschaft nicht verlieren. Sie sollen keine Parallelwelt bilden, sie müssen im Gegenteil mitten in der Welt der Bürgerinnen und Bürger verankert sein. Und damals, 1968, ging es um Freiheit, ging es um den ehrlichen Umgang mit der Vergangenheit, ging es um Kampf für eine fortschrittliche Gesellschaft und gegen autoritäre Strukturen. Mit einem Wort, es ging 1968 um die ganz großen gesellschaftspolitischen Fragen. Wenn man zurückschaut von heute, ist doch eigentlich ganz erstaunlich, dass in den Jahren nach 1968 das Parteiensystem in seiner Zusammensetzung eigentlich kaum reagiert hat, kaum verändert worden ist. Es war 10 Jahre lang danach relativ stabil. Keine der politischen Gruppierungen, die um 1968 herum entstanden sind, hat wirklich den Durchbruch geschafft, hat ihn vielleicht nicht mal gesucht mit Blick auf eine Parteigründung und ist nicht in Parlamente eingezogen. Das änderte sich erst zum Ende meiner Studentenzeit, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, mit den ersten Erfolgen der Grünen. Da ist vielleicht die Erinnerung an Wehners Mahnung auch wieder in die Köpfe von Sozialdemokraten zurückgekehrt. Und Herbert Wehner hat mit seinem Satz, den ich Ihnen am Anfang zitiert habe, vieles vorweggenommen. Dass passieren könnte, was passiert ist, wie mit dem Einzug der Grünen 1979 in die bremische Bürgerschaft, 4 Jahre später dann in den Deutschen Bundestag. Das war für viele Etablierte, wie man so sagt, wahrscheinlich damals ein Kulturschock und es war überhaupt nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die traditionellen Parteien, auch die SPD, nicht expansiv genug, nicht dynamisch genug gewesen waren, wenn wir in den Sprachbildern von Herbert Wehner bleiben. Und dieses Versäumnis, nicht genügend dynamisch, vielleicht auch nicht intensiv genug in der Mitte der Gesellschaft gewesen zu sein, dieses Versäumnis hat vielleicht dazu geführt, dass die großen Parteien, auch die SPD, Kontakt zu einem vielleicht kleinen, damals kleinen, relativ lautstarken, vor allem aber sehr selbstbewussten Teil ihrer Wählerschaft verloren hat. Das hat sich damals zunächst vor allen Dingen bei Themen gezeigt,
die Grünen ganz prominent auf die Agenda gesetzt haben. Allen voran natürlich Atomkraft und andere Felder der Naturschutz- und Umweltpolitik. Aber es waren eben nicht nur die Themen, sondern es war auch eine neue Art von Politik. Die Art, wie man Politik macht, was die Grünen damals für sich reklamiert haben. Und zu der neuen Art von Politik zu machen, da gehört auch ab und zu dazu, ganz gezielte Verstöße gegen die Konvention, gegen die Ausdrucksform von etablierter Politik. Das ging, die Älteren erinnern sich, bis hin zu Kleiderfragen. Die wurde damals gestritten um Joschka Fischers Turnschuhe bei der Vereidigung zum ersten grünen Minister in Hessen. Aber es waren eben nicht nur Stilfragen und erst recht nicht nur Kleiderfragen, sondern auch damals schon ganz große Bemühungen, das stand mit im Vordergrund, ganz große Bemühungen um basisdemokratische Verfahren oder andersherum gedacht, um die Begrenzung der Macht, die man oben gesehen hat. Es gab Instrumente, die man diskutiert hat, die Quotierung von Posten etwa gehörte dazu, Quotierung von Redelisten, bei den Grünen damals, nicht bei der SPD, die ganz strikte Trennung von Mandat und Parteiämtern. Die Mandatsrotation, wie sie anfangs bei den Grünen galten, auch mitten in der Legislaturperiode, das hat damals die Verfassungsjuristen nervös gemacht, ganz klar, gerade ganze Bibliotheken, die dazu geschrieben worden sind, ob das zulässig ist oder nicht, ob die Freiheit des Gewissens der frei gewählte Abgeordnete eigentlich gezwungen werden darf, im Verlaufe einer Legislaturperiode sein Mandat zu verlassen und Platz zu machen für einen nächsten. Warum gab es das alles? Warum kamen solche Elemente in die Politik? Natürlich war auch das alles Ausdruck von Unzufriedenheit, wie man auch damals gesagt hat, mit dem Verfahren, mit dem Politikstil, auch manchmal mit den Inhalten der sogenannten etablierten Parteien. Und es war eben der Versuch, damals von den Grünen, auszubrechen, Strukturen aufzubrechen und jedenfalls ganz vieles ganz anders zu machen. Am Ende, meine Damen und Herren, das wissen wir alle miteinander, war es natürlich nicht nur ein Versuch, sondern das hat auch Politik, hat die politische Landschaft verändert. Einiges von dem, was uns damals noch Kulturschock war, das ist uns heute mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, hat sich auch in den anderen Parteien wieder eingefunden. Und vielleicht, weil der ganze Vorgang seit Gründung der Grünen, der Integration ins Parteiensystem, die Selbstverständlichkeit, mit der Grüne auch in Regierungskoalitionen gegangen ist, weil das alles so relativ selbstverständlich gelaufen ist. Deshalb kommt der ein oder andere auf die Idee, mit Blick auf das, was sich jetzt neu gründet in Gestalt der Piraten, dass sich Geschichte einfach wiederholt. Und wenn man auf die Piraten guckt, dann würde ich auch sagen, sind auf den ersten Blick manche Parallelen nicht völlig zu leugnen. Auch hier neue Themen, die von den Altparteien, etablierten Parteien, vorhandenen Parteien nicht besetzt oder jedenfalls nicht dominiert werden. Die Netzpolitik gehört dazu, vielleicht auch Datensicherheit im Internet, Urheberrecht, Themen, die in der großen politischen Auseinandersetzung jedenfalls in den letzten Jahren und Jahrzehnten keine entscheidende Rolle gespielt haben. Aber auch hier, um zu einer weiteren Parallele zu kommen, nicht nur neue Themen, sondern auch das, was in den frühen 80er Jahren bei den Grünen mit im Vordergrund stand, das Aufbrechen sogenannter etablierter Struktur. Jetzt ganz stark wieder bei der Piratenpartei basisdemokratische Elemente, eine Generation weiter, Liquid Democracy. Das ist eigentlich nichts als ein neuer Wunsch, oder wenn Sie so wollen, ein neuer Ausdruck des alten Wunsches, möglichst viele Menschen an den politischen Prozessen tatsächlich auch teilhaben zu lassen. Das waren die auffälligen Ähnlichkeiten. Nun sage ich Ihnen allerdings auch, ich bin da kein Anhänger von
ganz vorschnellen Vergleichen und erst recht nicht von vorschnellen Schlüssen aus solchen Vergleichen. Und ich bin ganz sicherlich erst recht kein Anhänger eines Hypes, den wir im Augenblick in den Medien beobachtet haben. Ob der den Piraten gut tut, ist eine andere Frage. Aber ob sozusagen die politische Landschaft der Republik richtig wiedergegeben wird, wenn es dann über Wochen, über Monate, jeden Abend eine Talkshow mit einem repräsentativen Piraten im Mittelpunkt gab, ist eine andere Frage. Ich bin also dagegen, dass wir uns allzu vorschnell Schlüsse aus den auf der Oberfläche liegenden Parallelen machen. Ich habe im Gegenteil vielleicht sogar größeres Unbehagen. Das Unbehagen, das sich darauf gründet, dass Medien immer weniger auf Inhalte, aber dafür immer mehr auf das Neue, egal was in dem Neuen steckt, immer mehr auf das Neue reagieren. Oder ich könnte auch anders sagen, Neuheit und Anderssein ist eigentlich schon das Programm. Und hinter der Neuheit und dem Anderssein wird kaum noch diskutiert, um was es eigentlich im Inhalte geht, ob dem Neuigkeitswert eigentlich noch Substanz folgt. Sie werden das sicherlich gleich auf dem Podium mit Vertretern der Piraten diskutieren und Sie werden sicherlich auch andere Positionen dazu hören. Mein Urteil bleibt jedenfalls, bei allen Parallelen, die auf der Oberfläche vorhanden sind, im Unterschied zur Gründungsbewegung rund um die Grünen Anfang der 80er Jahre, sehe ich bei den Piraten nicht den inhaltlichen Identitätskern, den es bei den Grünen rund um Atomkraft und Umweltschutz gegeben hat, in vergleichbarer Weise bei den Piraten. Es sind dort eher verfahrensbezogene und Stilfragen, die im Vordergrund stehen, nicht aber Substanzfragen, jedenfalls nach meiner Bewertung. Deshalb, ganz offen gesagt, bin ich erstens gern gekommen, habe mir dann aber den Inhalt der Ankündigung nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Mehr Demokratie wagen mit den neuen politischen Bewegungen. Wenn ich selbst formuliert hätte, wäre ich vermutlich etwas vorsichtiger gewesen. Denn mehr Demokratie wagen ist der Satz, dem niemand widerspricht. Ganz sicherlich nicht hier im Saale. Diejenigen, die widersprechen, kommen nicht zu solchen Veranstaltungen. Stuttgart 21, das ist uns allen noch in guter Erinnerung, das war vielleicht sogar etwas wie das leuchtende Beispiel dafür, dass sich in unserer Gesellschaft etwas veränderte, dass das alte Oben und Unten, oder sagen wir besser, die gut informierte Verwaltung auf der einen Seite und der dumme Bürger auf der anderen Seite, dass das alles so nicht mehr stimmt. Dazu hat die verbesserte Möglichkeit, Zugang zu Informationen, Planungsunterlagen, Begründungen zu Planungsunterlagen zu kriegen, ganz sicherlich beigetragen. Die Bürger sind heute informierter, als das noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Das ist aber vielleicht nicht das Problem, sondern das Problem ist mit Blick auf Ereignisse, die ich damals aus naheliegenden Gründen mir sehr genau angeschaut habe, rund um die Protestbewegung bei Stuttgart 21, dass ja nicht nur ein Infrastrukturvorhaben, nicht nur ein Bahnhof, eine Planung, die vor 20 Jahren auf die Reise gegeben worden ist, in die Kritik oder unter Druck gerät, sondern, wenn man es mal genauer betrachtet, ist die gesamte Idee der Repräsentation, der repräsentativen Demokratie unter Druck geraten. Ob Parlamente eigentlich noch die Befugnisse haben, solche weitreichenden Entscheidungen zu fällen. Und dass das bei den Piraten selbst und bei den Anhängern noch stärker in Zweifel gezogen wird als bei anderen, das könnte daran liegen, dass natürlich durch diese virtuelle Demokratie, wie sie im Internet stattfindet, der Eindruck von Demokratie, der dort stattfindet, dass man zu allem etwas sagen kann, zu allem etwas beitragen kann, zu der allerdings aus meiner Sicht zu der verfehlten Schlussfolgerung führt, dass das Regiertwerden durch einen Dritten, und sei es das Parlament, eigentlich schon etwas Unnatürliches ist und deshalb ersetzt werden muss
durch Formen von direkter Demokratie oder Liquid Democracy. Ich sage das, weil wir uns mitten in einer Debatte befinden, die wir auch nicht vom Tisch wischen können. Die müssen wir als etablierte Parteien, auch als SPD, offen und selbstbewusst führen. Und wir müssen die Bedürfnisse aufnehmen, die sich Ausdruck verschaffen. Die sich Ausdruck verschaffen, auch in der Wahl der Piratenpartei. Wir haben das in Berlin mit immerhin 8% gesehen. Und wir versuchen das auch zu tun. Auch in der Bundestagsfraktion meiner Partei hat direkte Kommunikation mit entweder den Parteimitgliedern oder Dritten außerhalb inzwischen Wege und Möglichkeiten gefunden. Wir haben unseren Zukunftsdialog, machen dazu einen Kongress jetzt im September des nächsten Jahres, in dem wir in 7, 8 Feldern zeigen, wohin sich Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln soll. Natürlich finden auch solche Dialoge inzwischen statt über technologische Unterstützung via Internet, wo wir Dritte aufrufen, unsere Projekte und Projektvorschläge zu bewerten und sich dazu zu äußern. Und da sage ich ganz ausdrücklich, das wäre vielleicht ohne ein neues Selbstbewusstsein der Netz-Community gar nicht zustande gekommen. Die haben uns da schon auch Beine gemacht. Und vielleicht gehört es zum Auftritt der Piraten auch, sich selbst zuzugeben, dass ohne die Piraten und deren Wahlerfolge wir auch gar nicht so nachdrücklich darauf hingewiesen worden wären, dass ohne Netzpolitik und ohne gelungenen Internetauftritt heute keine erfolgreiche Politik mehr zu machen ist. Das ist alles zugestanden. Die Grundfrage, und darum melde ich mich zu Wort in dieser Debatte, die Grundfrage ist ja, ist das deshalb alles schon demokratisch? Das ist die Grundfrage. Ich könnte auch zugespitzt sagen, wenn wir alle werben wie die Piraten oder Occupy, haben wir dann mehr Demokratie gewagt? Und aus der Fragestellung können Sie schon erahnen, ich glaube eindeutig nein. Gerade was die Demokratiefrage angeht, da gibt es aus meiner Sicht an ganz, ganz vielen Punkten erhebliche Fragezeichen. Und das Größte will ich Ihnen kurz schildern, vielleicht auch, um ein bisschen Stoff zu geben für die anschließende Diskussion. Das größte Fragezeichen, was ich setze, ist die Repräsentativität der Meinungsbildung im Internet. Ich bin, wie alle Sozialdemokraten, wahrscheinlich auch Christdemokraten, Piraten, ich bin der Meinung, Teilhabe, Einbindung, das ist natürlich essentielles Kriterium der Demokratie. Frage ist nur, kann das Internet, kann Liquid Democracy das wirklich leisten? Und die Zweifel habe ich, weil wir uns ja ein bisschen mit der Realität der Gesellschaft in dieser Republik beschäftigen müssen. Und da ist es ja nicht so, dass jeder Bundesbürger tagtäglich an Diskussionen, politischen Diskussionen im Netz teilnimmt. Ganz im Gegenteil, geht durch unser Land nach wie vor ein tiefer digitaler Graben, wenn Sie so wollen. Und ich sehe auch nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren mal einfach so überbrückt wird. 50% aller Bürger nehmen zwischen den Wahlen überhaupt nicht an politischer Kommunikation teil, weder offline noch online. 50% zwischen den Wahlen überhaupt nicht. 16% nutzen das Internet wenigstens ab und zu auch politisch. Nicht mehr als 16%. Diese 16% sind, das ist gut so, fast ausnahmslos junge, gebildete Menschen. Aber es ist eben nicht repräsentativ. Das Entscheidende ist aber, 90% aller Postings, aller Einträge, 90% aller Postings kommen von 1% der besonders aktiven Nutzer. Und das ist die Frage, die mich dazu führt, ist das wirklich demokratisch, diese Positionen absolut zu setzen? Andere
draußen vorzulassen. Ich glaube, Internet und Schwarmintelligenz allein lassen weder auf die Stimmungslage in der Bevölkerung insgesamt schließen, noch können sie darüber ihre Vertretung, die Vertretung der Gesellschaft organisieren. Und deshalb meine Bitte, Vorsicht bei der Annahme, dass alles, was neu ist, deshalb automatisch auch demokratisch und gut ist. Aber genauso gilt natürlich auch Wehners Wort an uns selbst. Das war ja auch in seinem Zitat enthalten, was ich ihm am Anfang gegeben habe. Vorsicht vor Abschottung, Vorsicht vor Trägheit und Vorsicht vor Nostalgie. Es kann nicht darum gehen, Digitalisierung oder neue Bedürfnisse nach Teilhabe, die sich dahinter verbergen. Es kann nicht darum gehen, für die SPD oder die anderen großen Parteien das zu ignorieren. Ganz im Gegenteil, natürlich müssen wir die Chancen, die in der Digitalisierung auch für mehr Teilhabe liegen, natürlich müssen auch wir versuchen, das zu nutzen. Und es gibt eine Chance, dass wir nach und nach jedenfalls mehr Menschen am politischen Prozess beteiligen. Aber nicht aus meiner Sicht, um die repräsentative Demokratie zu ersetzen, wie sich einige das wünschen, sondern um sie in sinnvoller Weise mit mehr Teilhabe zu ergänzen. Es gibt solche Modelle, über die wir auch im Bundestag innerhalb der SPD diskutieren, ob man nicht zwischen der ersten und zweiten und dritten Lesung eines Bundesgesetzes zum Beispiel, wo wir normalerweise Anhörungen machen, auch Anhörungen der Bürger via Internet, über Direktkommunikation mit dem Bürger, mit der Bürgerin in Zukunft machen. Natürlich gibt uns das neue technologische Medium Internet auch die Möglichkeit, Veröffentlichung von Regierungsdokumenten breiter zu verteilen oder in Zukunft Online-Petitionen noch einfacher auf den Weg zu bringen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Vielleicht hilft das, alles miteinander, einem Teil der 10-20% von Wählern, die leider der Politik generell kein Vertrauen mehr entgegenbringen, vielleicht hilft das, wenigstens ein paar von denen zurückzugewinnen. Aber in einem, und das lassen Sie mich zum Schluss sagen, bin ich mir ganz sicher, es wird nicht helfen, wenn wir uns selbst, unser politisches System oder die Idee der repräsentativen Demokratie, es wird uns nicht helfen, wenn wir die einfach schlecht reden, ohne die bessere Alternative zur Hand zu haben. Mehr Transparenz ist mehr Transparenz. Aber dass mehr Transparenz Vertrauen schafft, daran glaube ich noch nicht und da bin ich auch nicht der Einzige. Mehr Internet ist auch nicht per se mehr Teilhabe. Es ist, wie ich Ihnen ein paar Zahlen gesagt habe, mehr Teilhabe für ganz wenige in diesem Land, aktive Internet-User in einem schmalen Generationsausschnitt. Etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn Sie so wollen, in dieser Diskussion, etwas mehr Selbstbewusstsein wünschte ich mir selbst bei den etablierten Parteien, manchmal auch bei der SPD, wenn wir über diese Fragen diskutieren. Mehr Demokratie wagen, das ist der Titel dieser Diskussion und dieser Veranstaltung. Das bleibt dauernde Aufgabe für alle Parteien. Das können wir auch nicht an neue, wechselnde politische Bewegungen delegieren. Es war schließlich Willy Brandt, der Bundeskanzler der ältesten Partei Deutschlands, der diesen Anspruch mit seinem Regierungsantritt 1969 formulierte. Mehr Demokratie wagen. Und dieser Satz, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, dieser Satz, das ist sozialdemokratisches Erbgut und für uns heutige Generation unser bleibender Auftrag. Herzlichen Dank.
Ja, mehr Demokratie, was steht hinter den neuen Protestbewegungen? Ich glaube, ganz zentral an diesem, was Sie und ihr auf dem Flyer sehen könnt, die zwei Fragezeichen, die da auch drin angedeutet sind. Und die Stimme der Frank-Walter Steinmeier ja auch zu, und das werde ich auch in diesem Vortrag auch machen. Es ist eben die Frage, was für einen Sinn haben wir eigentlich, was steckt hinter den neuen Protestbewegungen? Sind das eigentlich die Alternativen, die sie oft vorgeben zu sein? Wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, 2011, dann wird das bei vielen als Jahr des Protests in Erinnerung sein. Es geht hier, wir können uns an die Nordafrika, im Nahen Osten, die Proteste gegen Diktatoren zurückerinnern, europaweite Proteste in Israel und Südeuropa angesichts einer grassierenden Jugendarbeitslosigkeit, aber auch in Deutschland die Wutbürger gegen Stuttgart 21, gegen Windräder und Stromtrassen. Wir haben die Occupy-Proteste von Frankfurt bis New York. Aber das ist eine, und noch nicht zu vergessen, auch die Ausschreitungen in Großbritannien. Tagelang dort randalierende Jugendliche aus Unterschichten, die London und andere Städte teilweise in Schutt und Asche gelegt haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch Parteigründungen. Also wir haben einerseits die Piraten, über die Frank-Walter Steinmeier gerade gesprochen haben, die laut aller Wahlumfragen größtenteils aus Protest gewählt wurden. In Berlin waren 66% gaben an, sie wurden aus Protest gewählt und nicht aus den inhaltlichen Gründen. Wir haben aber auch aktuell zum Beispiel Versuche der Freien Wähler, hier eine anti-etablierten Partei zu gründen, die also auch sich aus Angst, aus Protest gegen Etablierte gründet. Wir haben in ganz Europa, können wir beobachten, einen Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien, die sich auch aus Protestpotenzial ergibt. Und nicht zu vergessen, ein Punkt, wir haben es fast vergessen und es mutet heute fast schon ein bisschen absurd an, die Gutenberg-Bewegung damals, als damals Facebook-Bewegungen mit Demonstranten für den Verbleib von Gutenberg im Amt, Demonstrationen damals waren letztlich kläglich, aber letztlich auch laut, eine richtige Protestbewegung, die man heute fast schon wieder vergessen hat. Aber was steckt jetzt dahinter in den Protestbewegungen und Parteien, die doch total unterschiedlich sind, auch inhaltlich? Wie hängen die zusammen und warum gerade jetzt? Warum gerade 2011? Und ich möchte hier am Anfang fünf Gründe sagen, wo ich glaube, dass es nicht überraschend ist, dass gerade heute das Bild, was die politische Institution oder besser die repräsentative Demokratie ein Bild abgibt, dass es gerade jetzt diese Eskalation des Politikmisstrauens gibt. Oder besser vielleicht Parteien und Institutionen misstrauen. Der erste Grund ist, es scheint so bei vielen Bürgern, dass die etablierte Politik gerade ihre eigene Legitimation untergräbt, indem sie die eigenen demokratischen Verfahrensweisen den Regeln der Finanzmärkte unterwirft. Wir brauchen nur an Frau Merkels Satz, die marktkonforme Demokratie denken, oder auch zum Beispiel, dass als es eine Volksabstimmung in Griechenland geben soll, bei allen rationalen Gründen, die dahinter stecken mögen, und trotzdem hat man quasi in Frage gestellt, ob denn eine Volksabstimmung demokratisch wäre, also weil man Angst hatte vor den Märkten, weil man Angst hatte, damit könnten Reformen verhindert werden. Dazu kommt ein immenses Misstrauen in den Staat. Man muss nicht nur an die NSU heute denken und die Probleme des Verfassungsschutzes gerade, wo quasi ganze, wirklich jetzt der Vorsitzende der türkischen Gemeinde wieder genannt hat, hat er noch ein Vertrauen in den Staat? Also hier auch ein weiterer Punkt. Und auch die ACTA-Prozesse mit diesem doch sehr nicht transparenten Aushandeln dieser von dem Handelsabkommen über Produktpiraterie, ACTA, auch hier gibt es ein gewisses Misstrauen. Der zweite Punkt. Die Politik verspricht seit Jahren, die Finanzmärkte zu regulieren. Und letztlich ist sie bisher gescheitert. Die Leute sehen hier keine großen Unterschiede und es zeigt sich keine echte Bewegung. Und die Folge ist, dass mittlerweile über 80% der Menschen in Deutschland glauben, dass die Politik zentrale Probleme in Deutschland nicht mehr lösen kann. Das ist größtenteils auch unfair und so weiter. Aber sie denken das in allen Umfragen, die wir immer wieder machen. Dritter Punkt. Es wird bei vielen Bürgern aktiv die Repräsentation, ein zentraler Teil jeder Repräsentationsbeziehungen in Frage gestellt, wenn die Bürger den Eindruck haben, dass die Politik, die geschieht, nur noch nicht mehr zum Wohle der Mehrheit der Menschen dient, sondern dass sich wenige bereichern. So Frank Schirmacher in der FAZ, die ja keineswegs als linkes Kampfblatt bekannt ist, und dieser bekannte Artikel, ob die Linke nicht recht hat. Und dazu kommt ein gewisses Unbehagen in der Bevölkerung über, was unter dem Begriff Postdemokratie diskutiert wird, dass mächtige Interessengruppen hinter den Kulissen scheinbar Politik bestimmen. Und auch wenn es ein Zerrbild ist, in den letzten Jahren haben wir ja auch einige Beispiele gesagt, die eben das auch unterstützt haben. Man kann sich nur erinnern an die Mövenpick-Steuer, an die Hotelsteuer oder an das
Geburtstagsfeier im Kanzleramt von Frau Merkel mit Herrn Ackermann. Vierter Punkt. Das hat Frank-Walter Steinmeier auch gerade schon angedeutet. Dass die Menschen heutzutage fast schon zynisch reagieren und die erstarrten, die von vielen so gesehenen, erstarrten Routinen der etablierten Politik, die zu so einer reinen Inszenierung verkommen sind. Und erkennbar wird das auch, wie Frank-Walter Steinmeier gerade auch gesagt hat, dass die alternativen Bewegungen ja wegen ihrem Äußeren gewählt werden. Und da ähneln sich zum Beispiel die Piraten und auch Herr Guttenberg. Herr Guttenberg wurde deswegen so unterstützt, weil er anders war als die anderen oder wurde wenigstens unterstellt. Der hat auch damit kokettiert. Es gibt also einen enormen Wunsch nach Authentizität, den anscheinend die etablierte Politik auch nicht zum Ausdruck bringen kann. Fünfter Punkt. Die Gesellschaft spürt, dass das Gemeinwesen durch die zunehmende soziale Spaltung auseinanderdriftet. Man kann sehen, wenn man den Gini-Koeffizienten nimmt, also der misst quasi die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es hat noch nicht so viele Auswirkungen wie in den USA oder in anderen Ländern, aber faktisch ist, weil es abgefedert wird durch den Sozialstaat, aber faktisch ist die Spaltung zwischen Arm und Reich sehr viel größer geworden. Und das bedroht wirklich die Demokratie im Kern. Für alle Sozialdemokraten ist soziale Gerechtigkeit eine der zentralen Elemente von Demokratie. Es schwindet quasi in diesem Kontext, schwindet das Vertrauen gerade von jungen Leuten, zum Beispiel in soziale Institutionen, weil was zum Beispiel bringt mir noch der Kündigungsschutz, wenn ich sowieso noch einen Jahresvertrag bekomme? Mit Urlaubszeit, also mit Urlaubssperre ein halbes Jahr, was bringt mir dann der Kündigungsschutz nicht? Und die jungen Leute glauben sowieso schon nicht mehr an Rente und so glauben viele sowieso nicht mehr an die Sicherung. Es schwindet auch bei den sozial schwachen Schichten, die sich völlig verabschieden von Politik, deren Hauptschulabschluss überhaupt keinen Wert mehr zu haben scheint und denen auch von der Rest der Gesellschaft weder Respekt noch irgendeine Bedeutung zugemessen wird. Und es passiert drittens auf der anderen Seite, und das ist sehr bedenklich, eine zunehmende Menschenfeindlichkeit, einerseits Islamfeindlichkeit, aber auch vor allem eine deutliche Ablehnung von Sozialausgleich und Unterstützung für Personengruppen am Rande der Gesellschaft. Über 30% der Leute stimmen der Aussage voll oder eher zu, Menschen, die wenig nützlich sind, kann sich keine Gesellschaft leisten. Das ist quasi der Nährboden für rechtspopulistische Bewegungen. Das gründet, warum es irgendwie verständlich ist, warum es diese vielen Protestbewegungen, Proteste und so weiter gibt. Die Frage stellt sich aber nun, sind die Protestbewegungen diese Alternative, sind das Alternativen, die sie von sich selbst immer wieder behaupten? Und ich glaube eher nein. Deswegen dieses Fragezeichen, was Frank-Walter Steinmeier auch gesetzt hat, dem würde ich tendenziell eher zustimmen. Und deswegen bestehen also einige Missverständnisse, mindestens fünf, über diese Protestbewegungen. Missverständnis 1, diese Protestbewegungen behaupten alle bei allen Unterschieden, die sie inhaltlich haben, wir sind das Volk. Gegen die da oben. Da ist dann von dem kleinen Mann die Rede, von den Deutschen, 99%, die Fleißigen oder einfach die Deutschen, gegen die da oben, gegen die Elite, gegen die politische Klasse oder die Altparteien. Doch wichtig sind diese Behauptungen nicht, weil wenn man sich die Protestbewegungen genau anguckt, dann repräsentieren diese nur ganz kleine Teile der Gesellschaft. Und wenn man sich genau die Interessen dahinter anschaut, dann ist es auch so, dass eine hohe Ich-Bezogenheit an Interessen hinter diesen Protesten steht. Da haben wir die Besitzstandswahnden, Wutbürger, es gibt einige Studien da aus dem Göttinger Demokratieforschungszentrum, die Stromtrassen, diese Wehrhaftigkeit gegen die Stromtrassen, das hängt natürlich in starkem Sinne auch damit zusammen, weil die eigene Immobilie weniger wert haben könnte, wenn in der Umgebung Windkrafträder gebaut werden. Es sind auf der anderen Seite, wie Franz Walter es nennt, die blockierten und zu kurz gekommenen Kinder der Mittelschicht, die heute gerade bei Occupy und Mehr Demokratie jetzt in Europa protestieren, was auch nicht überraschend ist, angesichts von 30% Jugendarbeitslosigkeit. Diese Jugendlichen haben eine hohe Bildung und können nicht mehr aufsteigen. Sie haben quasi Angst, nicht mehr den Wohlstand ihrer Eltern zu erreichen. Und hier ist auch ein sehr ich-bezogener, was völlig legitim ist, aber Gemeinwohl ist das nicht. Die Sozialrebellen in Großbritannien, es gibt eine Studie von Guardian, die letztlich betont, da ist überhaupt keine Gemeinwohlorientierung, beziehungsweise überhaupt kein politischer Anspruch hinter diesem Protest. Und wenn man sich die Zunehmung, dann kann man sehen, dass dahinter dann letztlich auch eine Hetze gegen Migranten in Richtung Hartz-IV-Empfänger und soziale Randgruppen besteht, was letztlich auch nicht das Volk ist. Und es gibt ein zusätzliches Problem, dass dieser Gegensatz, die da oben und das Volk, der inhaltlich falsch ist, meiner Meinung nach auch, einfach den wirklichen
eigentlichen Gegensatz, die Gegensätze in der Gesellschaft verwischt. Und zwar, das ist zum Beispiel arm reich, und das ist auch konservativ-progressiv, die es immer noch in unserer Gesellschaft gibt und die dadurch verwischt werden. Missverständnis 2. Die Protestbewegungen sind Retter der Demokratie gegen die Altpartei. Und da hat von Walter schon einiges jetzt gesagt gehabt, da würde ich nur mal ergänzen. Vor allem die direkte Demokratie wird hier als Rettung angeführt, als Allheilmittel. Es ist aber meiner Meinung nach, es wird immer behauptet, wir haben eine allgemeine Repräsentationskrise in Deutschland. Das ist aber so nicht wahr. Wir haben eine soziale Repräsentationskrise. Bei der Bundestagswahl 2009 sind zwischen den ärmsten Stadtteilen und den reichsten Stadtteilen teilweise 45% Unterschiede in der Wahlbeteiligung gewesen. Das bedeutet, in Leipzig im Osten ist es ein bisschen geringer, in Leipzig 33%. Das heißt, im reichen Stadtteil sind teilweise 90% zum Wählen gegangen, in den armen Stadtteilen nur 40%. Was eine enorme Auswirkung natürlich auf die Wahlen hat. Und wenn man dann noch genau hinguckt, was wird als Lösung heutzutage der Demokratiekrise, auch von den Piraten zum Beispiel mit Liquid Democracy gesagt, das sind sehr aufwendige Beteiligungsformen, die eine soziale Selektion noch weiter erhöhen. Es ist quasi erwiesen, also in vielen Studien, dass direkte Demokratie eine größere Selektion befördert. Zum Beispiel in Hamburg kann man das sehen bei der Schulreform. Bürgerbeteiligung noch stärker, Zivilgesellschaft am allerstärksten. Dort tun man sich wirklich nur noch gut gebildete Mittelschichtseltern bzw. deren Kinder. Und es ist eben, wie wir gerade auch gesagt haben, hat vorher bei dem Liquid-System natürlich auch noch, und da kommt noch dazu, dass nicht nur die, die gebildet sind, den Zugang haben, sondern auch die Zeit und den Zugang und das technische Wissen. Wer sich einmal in diesen Wikis und, also da müsst ihr echt mal aufräumen, also bei euren Wikis, also das ist, da kennt sich ja keine, also es ist sehr kompliziert, sehr viel Fachwissen, sehr viel Fachsprache, was sie eigentlich dann auch wieder nicht unterscheidet von der Kritik, die sie teilweise an etablierten Politikern haben. Missverständnis 3, noch einen Punkt. Und ich sehe es wirklich mit Sorge an auch, dass die politischen Institutionen so in die Zange genommen werden, so kritisch gesehen werden, weil sie werden ja zweifach in die Zange genommen. Einerseits von unten, von der emanzipatorischen Bewegung, die kritisieren die politischen Institutionen, und auf der anderen Seite aber auch von rechts, indem quasi einer Person, einer charismatischen Herrscherfigur quasi die Verantwortung übergeben wird. Beides haben wir diese Entwicklung. Und was ich mit großer Sorge bei politischen Institutionen, die sie natürlich auch reformieren müssen, sind ein ganz wichtiges Element der Demokratie. Das wird teilweise sehr leichtfertig kritisiert und aufs Spiel gesetzt. Missverständnis 3 hat Frank-Walter Steinmeier eigentlich schon gesagt, wenn man die Oberfläche, Formen ändert, gibt es eine neue Politik. Es ist ja fast heutzutage schon eine Floskel, eine politische Taktik geworden, indem man gegen das Raumschiff Berlin schimpft, und dann bekommt man auf jeden Fall Beifall. Wahrscheinlich auch von Ihnen teilweise, manche im Raum sagen, ja genau, die da oben und so weiter. Aber das reicht schon aus, man muss eben keinen Nachweis für eine bessere Politik machen, und dadurch wird aber, das ist echt ein Problem, was man weiter auch genannt hat, jedoch wird die Debatte von der Inhaltsfrage zu einer Formfrage. Und das ist nicht mehr demokratisch. Missverständnis 4, dass alle Alternativen, ich habe mir mal alle Homepages und so angeguckt, von denen ich geredet habe, alle behaupten, sie haben den gesunden Menschenverstand. Sie sind die Einzigen, die die Vernunft verkörpern. Jenseits von rechts und links nur die Ratio. Das ist natürlich dann ganz witzig, wenn das sowohl ein Olaf Hans oder Winkel sagt, als auch ein ganz linker, also Occupy. Also alle behaupten natürlich, sie haben den Menschenverstand. Also es funktioniert ja schon allein von der Logik her nicht. Aber es ist quasi auch so, dass es überhaupt vernünftige Entscheidungen nicht gibt. Weil die Grundlage jeder Vernunft sind Werte. Und auf jeder Werteebene kann es dann unterschiedliche vernünftige Folgerungen geben. Und dass es nur eine Vernunft gibt, das hat uns der Marktradikalismus die letzten 20 Jahre verkauft. Alternativlosigkeit, die da auch daraus geworden ist. Und das ist quasi ein viertes Missverständnis, wo komischerweise die Protestbewegung teilweise dem gleichen Paradigma auf den Leim geht, als das, was sie eigentlich kritisieren. Fünfte Missverständnis, die Alternative steht für eine neue Politik. Und dem würde ich auch widersprechen. Da würde ich auch das Beispiel der Piraten nehmen. Ich glaube, dass es nicht funktioniert. Weil nicht nur ist es ungerechter, also nicht demokratischer, sondern ich glaube, das Politikmodell der Piraten funktioniert auch nicht. Und das kann man aktuell sehen. Sie brennen ihre Leute aus, wenn man täglich immer wieder ohne ehrenamtlich nebenher Politik machen muss. Das geht gar nicht. Und zweitens, man brennt sie nicht nur aus, sondern man beutet sie auch aus. Das ist Ausbeutung. Was alle immer wieder vergessen, und viele hier im Raum wahrscheinlich auch, dass Politiker Geld bekommen, ist eine der größten Errungenschaften der Demokratie.
eine größere Errungenschaft. Es war nämlich so, dass früher nämlich nur die sich Politik leisten konnten, die Geld hatten. Und es war schon pervers, ich würde sagen wirklich pervers, dass Emanuel Gutenberg deswegen so angesehen war, weil er als zigfacher Multimillionär unabhängig von der Politik war. Und das ist für mich kein Demokratieverständnis, weil das haben wir in den USA, wo quasi nur noch Millionäre sich zu Wahlen antreten können, nur noch Millionäre irgendwelche Senatoren und Abgeordnetenposten haben können. Das ist für mich kein Politikmodell, wo die Bürger teilweise auch sehr schizophren sind, indem sie quasi Sachen kritisieren, die eigentlich auf der anderen Seite sehr viel anders funktionieren. Und letztlich, wenn man sich mit vielen Piraten unterhält, und das habe ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht, glauben sie eigentlich viele, glauben selber nicht daran. Das ist eigentlich die bessere, weil es eigentlich auch vieles auch noch nicht funktioniert. Es wird dann oft gesagt, die Software wird halt besser gemacht, aber das wird schon noch, aber letztlich zusammenfassend und dann auch zum Schluss zu kommen, letztlich sind die Protestbewegungen meiner Meinung nach Projektionsflächen und keine echten Alternativen. Aber ihre Kritik ist richtig. In vielen Punkten, die fünf Gründe, die ich genannt habe, ist es auch ein Teil einer neuen kulturellen Bewegung, gerade auch das Internet und neue Erscheinungsformen, die letztlich hier die 68er-Bewegung eigentlich von den etablierten Parteien aufgenommen werden muss. Und es gibt auch keine Rumreden, es muss mehr ein neues Regieren geben, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz, mehr Glaubwürdigkeit. Es muss grundsätzlich herangegangen werden an die Demokratiereform und hier vor allem an die soziale Spaltung herangegangen werden. Und natürlich haben die Parteien jeweils auch die Aufgabe, hier konkret sich zu verändern und anzupassen. Und da hat Walter Steinmeier aber auch einiges dazu gesagt. Vielen Dank. Die Leute von Lukas bekommen, danke, aber ich auch mal jetzt mit mir zu sein will. Das ist auch der Fairness, dass er gerade mir Karl auch aufgeschrieben hat. Und einige vergiftete Komplimente auch noch, dass an denen die erste Frage geht. Und ich möchte aufgreifen aus dem vielen Stoff, der sicherlich einige Ansatzpunkte gibt, Florian Mucker, das, was Steinmeier gesagt hat, zu dem Wesenskern. Ich will Sie nicht ärgern mit Afghanistan oder mit Rettungsschirmfragen, sondern die ganz einfache Frage, Sie sind ja als Protestbewegung subsumiert worden, was ist denn der inhaltliche Wesenskern der Piraten? Gleich zu Anfang eine harte Frage. Wir gehen daraus, dass mit so einer Maschine in dieser Art und Weise verändern wird, wie es der Buchdruck im 15. Jahrhundert getan hat. Es ist nicht nur so ein kleiner Umbruch wie 68, es ist nicht ein Umbruch wie die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts, aus der die SPD hervorgegangen ist. Die gesamte Gesellschaft wird sich verändern. Und wir sind die Partei, die sagt, das ist eine Chance. Und diese Chance müssen wir ergreifen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Jetzt geht's, okay. Ich versuche es also nochmal mit Nachhaken und wenn wir ganz kurz die Parteien durchgehen. Ökologie, die Grünen, starke Bürgerbeteiligung auch, soziale Demokratie, die SPD, demokratischer Sozialismus, die Linke. Wenn ich dann jetzt höre, wir sind die Partei, die einen technischen Umbruch begleiten, scheint mir das doch gar kein politischer Inhalt zu sein. Also nochmal die Frage nach dem, was auch Christian Demuth angeregt hat, was sind denn die Werte, auf die sich alle Piraten wirklich einigen können. Ganz unabhängig von diesen Sachfragen, zu denen man vielleicht noch keine Meinung gebildet hat. Als erstes die Bürger- und Freiheitsrechte. Und dann natürlich irgendwie brauchen wir in einer immer komplexer werdenden Welt neue, komplexere Prozesse, Entscheidungen zu finden. Und für ganz viele Piraten ist ja wohl der Weg großer Teil des Ziels. Weil wir haben keine Antworten. Die Politik hat auch keine Antworten. Die Leute brauchen letztliche Antworten. Wenn die CDU Antworten hätte, dann wäre die Euro-Krise doch schon längst gelöst. Frau Stange, eine Sache ist natürlich, die dann auffällt. Also wenn man jetzt dieses große Band nimmt von Protestbewegungen,
und da wird alles drunter gefasst, von Occupy bis zu den Piraten, stellt sich natürlich schon auch an die SPD die Frage, warum hat man gerade bei dieser Frage Finanzmarktpolitik, wo Occupy ja dann so stark draufgesprungen ist, wo die Leute offensichtlich ein Bedürfnis verspürt haben, aufzustehen, Leute, die vorher gar keine Politik gemacht haben, und wirklich an Protesten teilzunehmen, Demos zu machen, so was Altmodisches wie Demos, warum hat die SPD das nicht hingekriegt, diese Leute zu begeistern oder diese Leute mit Antworten zu versorgen? Ja, okay. Ich will meine Frage versuchen so zu beantworten, dass nicht erst die Occupy-Bewegung sich mit den globalen Finanzmärkten auseinandergesetzt hat. Sie hat es nur in sehr auffälliger Deutlichkeit in Europa getan. Es hat vor ungefähr 15 Jahren eine massive Bewegung, insbesondere aus den Gewerkschaften herausgegeben, aus den Nichtregierungsorganisationen, die sich mit der Entwicklung der globalen Finanzmärkte auseinandergesetzt hat. Damals ist nämlich auch das Thema Finanztransaktionssteuer, noch bekannt unter der Tobin-Steuer, das erste Mal in die Welt hineingetragen worden, und zwar immer parallel zu den Davos-Tagungen, wenn das vielleicht der eine oder andere noch in Erinnerung hat. Und diese Massenbewegung gibt es auch heute noch mit hunderttausenden Teilnehmern in Brasilien, die weltweit immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Finanzmärkte außer Kontrolle geraten sind und dass sie vor allen Dingen zu einer immer ungerechteren und sozialeren Welt führen und deshalb damals die Tobin-Steuer gefordert worden ist. Da ist die Gewerkschaftsbewegung noch massiv verlacht worden deswegen. Heute wissen wir nicht, wie wir sie umsetzen sollen, selbst wenn dann etablierte Parteien wie die CDU der Meinung sind, man sollte sie doch jetzt endlich einführen. Also das scheint mir nur mal wichtig, richtig zu stellen, weil die Occupy-Bewegung so ein aktueller Hype ist und zwar auf eine aktuelle Diskussion aufgesprungen ist, aber die Kritik an den Gebaren der Finanzmärkte, die gibt es bereits seit über 15 Jahren und die ist sehr etabliert und zwar weltweit etabliert gewesen. Vielleicht aber jetzt doch nochmal zurück zu der konkreten Frage. Mir ist es immer wichtig, das richtig zu stellen, weil wir eben gerade nicht auf so einen Hype aufspringen sollten, sondern schon gucken sollten, was steckt eigentlich auch schon in Bewegung dahinter. Und ich denke, die SPD hat schon Antworten gefunden auf die derzeitige Situation. Allerdings, und da gestehe ich auch ein, dass ich auch nicht alle Verästelungen der derzeitigen Finanzdiskussion verstehen kann mehr, weil sie einfach so komplex ist und so kompliziert geworden ist, dass es uns selbst schwerfällt, sie nachzuvollziehen und sie den Menschen zu erklären. Und ich halte es für ein Riesenproblem, was mit dem Fiskalpakt passiert. Ich halte die Auswirkungen für nicht mehr überschaubar und ich habe auch mit dem Rettungsschirm, der unter dem neuen ESM entstanden ist, ein Problem, weil wir sie den Menschen nicht mehr erklären können, welche Auswirkungen er auf die Menschen hat. Und das, um auch ein Stück an die Diskussion jetzt unmittelbar anzuknüpfen, und da haben die Piraten auch keine Antwort. Wir haben derzeit ein Problem, als Politiker, solche komplexen politischen Vorgänge, wo der Finanzmarkt, wo der Wirtschaftsmarkt, wo Politik mit eingreift, den Menschen noch mit einfachen Worten zu erklären, welche Auswirkungen das hat. Und die Menschen sind, und das ist ein Teil dieser Protestbewegung, haben Angst. Sie haben schlicht und ergreifend Angst vor dem, was da passiert und wissen nicht mehr, ob die Politik oder Piraten, wer immer da auf der Bühne erscheint, ihnen die richtigen Antworten gibt und ihnen diese Angst ein Stück nehmen kann. Und an der Stelle, da brauchen wir andere Instrumente als das Internet. Also das Internet ist für mich ein Instrument, um den Menschen was zu erklären, hilft mir aber überhaupt nichts, das in einfachen Worte zu fassen. Auch hier trotzdem nochmal die Nachfrage, Sie haben es angesprochen, die Komplexität. Man guckt abends die Tagesschau und tatsächlich auch als Zeitungsleser, als auch beruflicher Beobachter, gibt es Punkte, wo man aussteigt, weil man einfach bestimmte Mechanismen nicht mehr versteht, weil man bis zum Schluss die Konsequenzen nicht mehr überblicken kann. Aber bleiben wir für einen Moment bei Occupy. Und die Antworten, die da gegeben werden, scheinen ja dann relativ simple zu sein, aber welche, die eben hunderttausend oder Millionen Menschen massiv einfordern, eben nach diesen Erfahrungen dieser massiven Finanzkrise Konsequenzen zu ziehen. Also den Finanzsektor zu ordnen, die Märkte zu regulieren und eine Abkehr zu machen von der Deregulierung, die es ja weltweit die letzten Jahre gab. Also da auch nochmal die Frage, wir haben ja hier nun die Repräsentanten sitzen, die über Jahre auch für die SPD mitregiert haben. Was ist da schiefgelaufen? Was muss da auch an politischer Konsequenz nicht
nur formal, sondern auch inhaltlich draus gezogen werden. Dass die Leute wirklich auch vielleicht radikalere, schnellere, einfachere Lösungen wollen, die den Finanzmarkt einfach wieder unter die Politik oder die Politik sollte den Finanzmarkt an die Hand nehmen. Also es gibt nicht die einfache Lösung und das ist genau das Problem an dieser Stelle. Die Finanzmärkte sind international, global derart verwoben miteinander und das haben wir ja gemerkt, als die Bankenkrise ausgebrochen ist, dass wir sie nicht aus der deutschen Sozialdemokratie heraus lösen können. Wir kriegen es momentan ja noch nicht mal in Europa hin, einen gemeinsamen Lösungsansatz über die Länder hinweg zu stricken. Also ich bleibe bei meinem Beispiel Finanztransaktionssteuer, weil die Finanztransaktionen sind eines der größten Probleme. Und die Frage ist, wie kriege ich das in den Griff, dass hier sich nicht ein kleiner Teil derer, die diesen Markt beherrschen, sich daran bereichern können und ein großer Teil der Bevölkerung in den Strudel bis in die Armut hineingerissen wird. Und das sehen wir jetzt in Griechenland und Italien. Und das ist eben nicht aus der deutschen Sozialdemokratie, ich glaube noch nicht mal aus der europäischen Sozialdemokratie, wenn sie sich da nur einig wäre, herauszulösen, sondern das ist eine Sache, wo wir tatsächlich die Komplexität über die Ländergrenzen und über die Parteiengrenzen hinweg erkennen müssen. Und ich finde es schon sehr beachtlich, dass nach den langjährigen 10.000-fachen Protesten aus den Nichtregierungsorganisationen heraus endlich das Thema Finanztransaktionssteuer, und das ist ja ein Teil der Lösung, die die Occupy-Bewegung angeboten hat oder auf den Tag gemacht hat, dass der offenbar jetzt auch bei anderen Parteien, bei konservativen Parteien angekommen ist. Nur auch die haben nicht die Instrumente in der Hand, andere Regierungen an die Leine zu nehmen und zu sagen, jetzt lasst uns das gemeinsam durchsetzen. Und das ist es, was man auch schwer den Menschen erklären kann. Wenn ich will, dass das Wasser nicht mehr läuft, drehe ich den Wasserhahn zu. Was mache ich aber, wenn die Sintflut kommt? Dann bin ich allein mit dem Wasserhahn, um mal bei einem ganz simplen Beispiel zu bleiben, nicht mehr in der Lage, das Problem zu lösen. Und das ist ein Teil der Komplexität, der komplexen Welt, in der wir heute leben. Christian Demuth, die Frage. Du hast diese sehr bunten, aber dann doch auch auf bestimmte Gemeinsamkeiten doch zu reduzierenden Phänomene sehr kritisch gesehen und hast ja im Grunde als demokratiegefährdend hingestellt. Nun bist du auch hier in Dresden als Vertreter von Bürger Courage ja selbst jemand, der Protest zeigt, der auf die Straße geht, wenn hier nämlich jedes Jahr die Neonazis einfallen und versuchen hier in perfider Weise ein Gedenken zu missbrauchen. Das heißt, wird bei all dem, was du gesagt hast, jetzt nicht erstmal ausgeblendet, dass das Ganze schon auch ein Akt von Partizipation ist, den man sich gerade hier in Sachsen, viele, die hier aus Dresden kommen, würden sich das vielleicht wünschen, dass es mehr davon gibt. Und wird damit, dass man diese Gefahren in der Weise aufzeigt, dass man sagt, ihr wollt direkte Demokratie, das ist aber auch gefährlich, nicht im Grunde genommen eine Entwicklung erstmal ausgebremst, die wir uns wünschen müssen. Also ich glaube, ich habe ja nicht gesagt, dass sie nur demokratiegefährdend sind. Also sie sind natürlich total wichtig, weil sie Anspruch geben, weil sie auch damals 68, ich war nur jünger, aber manche kennen, können sich noch erinnern, denke ich mal. Also es ist ja quasi, da gab es ja auch viele verrückte, keine Ahnung, was die quasi verrückte Meinung. Gibt es auch heute noch. Gibt es auch heute noch, gibt es immer. Aber natürlich war das schon ein Anspruch für Demokratiereform. Und das braucht es, das habe ich ja gesagt. Ich habe diese 5 Gründe genannt und diese Bewegungen sind unheimlich wichtig. Und ich nur manchmal, was mich nervt, was ich auch analytisch schwach finde, diese Arroganz, die teilweise diese Alternativbewegungen, diese Protestbewegungen haben. Sie machen alles besser und alles anders. Und deswegen habe ich auch diese 5 Missverständnisse nochmal so betont, weil sie es nicht sind. Es gibt bestimmt einige positive Aspekte und man sagt ja auch, das heißt ja auch immer, dass solche Bewegungen sind ja auch immer so ein Brennglas. Sie sind vom Prinzip eine Möglichkeit, um der Politik, die ja oft schon in Routinen ein bisschen sich bewegt und sich quasi da nicht rauskommt, also so eine Art Fieberthermometer, wo man dann sieht, oh, es ist was gestiegen und ich muss vielleicht auf bestimmte Themen jetzt auch reagieren, wobei das ja auch schon lange her ist. Also in der SPD wird schon lange auch jetzt, ich meine, 2001 gab es den Antrag im Bundestag mit den Grünen zusammen für direkte Demokratie auf Bundesebene. Es gab eben auch dort schon lange Diskussionen über die Finanztransaktionssteuer. Es gibt natürlich auch diese Frage nach Bürgerbeteiligung, auch sehr unterschiedlich auf den Landesebene, Bundesebene, aber das ist ja nicht alles neu, das stimmt ja nicht. Und was mich quasi ärgert, ist auch, dass es analytisch falsch ist, was die oft sagen, die Alternativbewegungen, dass sie quasi auch durch ihre Arroganz und auch Verdreifigkeit gegenüber der etablierten Politik
quasi teilweise Chancen der Demokratie reformen. Wenn ich sie nicht, wie gesagt, aber sie müssen sie so massiv angreifen. Man kann sie ja viel kritisieren. Ich habe jetzt nicht im Grunde genannt. Aber das ist quasi, das geht, das schießt über das Ziel hinaus, wo dann quasi auch die Institutionen selber in Gefahr kommen. Und ich meine, man kann ja heute auch ganz schön zum Beispiel Privatradio und so weiter. Solche, der billigste Witz, den man heute kriegen kann, allerbilligsten Beifall, kann man haben, indem man sagt, die blöde Politik. Das ist so einfallslos, so billig und so schlecht, wo man selber an dem Ast eigentlich sägt, auf dem man sitzt. Und das ist quasi, das ist meine große Kritik an vielen dieser Protestbewegungen. Trotz guter aller Kritik geben ja zunächst mal nicht nur die Umfragen, sondern auch Wahlergebnisse Ihnen, Herr Rucker, recht mit dem, dass Leute offensichtlich auch einen anderen Zugang zu Politik wollen, sich anders einbringen wollen, sich anders ausdrücken und mitmachen wollen. Ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen durch die Hintertür. Was machen Sie denn aber, wenn am Ende was rauskommt, wo Sie dann, Sie ganz persönlich sagen, das ist eigentlich nicht mehr demokratisch? Ja? Wir erleben mal ein krasses Beispiel in Leipzig gerade, wie sehr scheinbar demokratisch die Leute sich hinstellen in Stadtteilen und sagen, uns hat niemand gefragt, über unsere Köpfe ist hinweg entschieden worden. Da sollen nämlich Wohnungen für Asylbewerber geschaffen werden. Und es wird nicht mit Ausländern raus begründet, sondern dieser krude Rassismus von die bringen Drogen, die machen alles schmutzig, das was man in Rostock-Lichtenhagen auch schon gehört hat, wird versteckt hinter dem Argument, das ist Demokratie, wir wollen mitreden. Was machen Sie, wenn solche Entscheidungsprozesse, für die Sie stehen, letztlich solche Entscheidungen hervorbringen, wenn Sie sich auf einen Wesenskern, auf einen inhaltlichen in der Form gar nicht festlegen wollen? Wir haben schon auch einen inhaltlichen Kern. Wir sind, wie gesagt, auch die wir das mit den Bürgerrechten und der Teilhabe und der sozialen Gerechtigkeit machen. Das steht ja in unserem Parteiprogramm relativ groß drin. Wir sind auch die irgendwie gegen jede Diskriminierung von Menschen aufgrund irgendwelcher Unterschiede, die zwischen Menschen bestehen, eintreten. Wenn also jetzt mit einem Argument, das wir auch gebrauchen, gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Leipziger Stadtteilen vorgegangen wird, sagen wir, ja, richtige Debatte, aber am falschen Punkt. Wer sagt das dann? Die Piraten in Leipzig. Wir haben uns in Leipzig als Piraten für diese Unterbringung der Asylbewerber in den Stadtteilen positioniert. Wir haben gesagt, dass wir das gut finden. Und die Beschwerden, dass der Prozess, wie das entschieden wurde, nicht ausreichend demokratisch, nicht mit ausreichender Bürgerbeteiligung war, ja, teilen wir, aber das nicht auf dem Rücken der Asylbewerber. Bräuchte man nicht trotzdem am Ende einen Mandatsträger, einen Vertreter, der seinem Gewissen dann verpflichtet ist, der sich auch zum Beispiel gegen eine Basis wendet, die lieber keine Juden oder lieber keine Ausländer hat? Natürlich, wir haben einen Mandatsträger, unsere Mandatsträger haben ein freies Mandat drin. Und unsere Mandatsträger sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und unsere Mandatsträger sind, wenn sie sich das Abstimmungsverhalten unserer Abgeordneten anschauen in den vier Landesparlamenten, viel mehr nur ihrem Gewissen verpflichtet als die Mandatsträger anderer Parteien, die auch noch einem Fraktionszwang unterliegen. Frau Stein, eine Sache ist mir hängen geblieben von Steinmeier noch. Das klang wieder so ein bisschen so wie das, was ich vom Wovereit in der Talkshow mal gehört habe. Das klang so ein bisschen nach beleidigte Leberwurst. So nach dem Motto, das mit dem Internet, das machen die ja ganz gut. Aber sozusagen, was die politischen Antworten angeht, damit ist es nicht so weit her. Mal andersrum gefragt, was haben Sie denn gelernt schon von dem, was die Piraten da auf die Beine gestellt haben? Auch von der Form, Leute direkt dazu beteiligen, als das vielleicht durch SPD mit Bezirkskongresse passieren kann? Also ganz ehrlich, ich persönlich habe noch nichts von den Piraten gelernt. Wollte das aber gern, sage ich ganz ehrlich, ich habe auch schon mit welchen gesprochen über Bildungspolitik, war ein tolles Gespräch gewesen, wo wir, glaube ich, auch was gemeinsam lernen können, aber ich habe in dem Gespräch nichts gelernt, da war ich eher Gebende gewesen in dem Moment. Was ich wahrnehme aus dem, was die Piraten nach außen vertreten und was hier jetzt auch gerade wieder gesagt wurde, ist, dass sich die etablierte Politik, und da zähle ich mich jetzt auch dazu, dass wir uns noch mehr Mühe geben müssen, den Menschen Entscheidungen zu erklären, direkt zu erklären.
Und Entschuldigung, dann einmal da reingehen. Ich glaube, dass es mehr ist. Ich glaube, dass es nicht. Ich glaube, dieses Erklären, das hören wir nach den Wahlen immer. Also wenn wir 3,8% geholt haben, hätten wir es den Leuten besser erklären müssen. Wollen die Leute nicht teilweise auch wirklich andere Entscheidungen? Vielleicht darf ich das trotzdem nochmal sagen. Ich meine auch nicht hinterher erklären, sondern vielleicht ist das Wort erklären falsch. Erklären im doppelten Sinne. Nicht erklären, welche Entscheidung ich getroffen habe, sondern erklären, warum jetzt eine Entscheidung getroffen werden sollte. Und dass die Menschen dort auch eingezogen werden, um welchen Zusammenhang es geht, über den wir jetzt gerade reden. Und ich habe gerade hier hinten im Publikum auch gesehen, dass ein Vertreter der Pillnitzer Bürgerinitiative da ist. Und da haben wir zum Beispiel so ein Problem. Da kann man sagen, das ist ein lokales Problem, das ist ein Problem von etablierten Bewohnern, die dort sind. Ich bin nicht der Meinung. Aber was nicht passieren darf, und das hat diese Initiative auf den Baum gebracht, dass sie von der Politik gar nicht gehört wird. Dass sie einfach nicht eingelassen wird und angehört wird, was sie vorzutragen hat und was sie will. Und von der Politik meine ich in dem Fall hier ganz konkret vom Ministerpräsidenten und vom Finanzminister, der angesprochen gewesen ist. Und da habe ich kein Verständnis dafür mehr. Ich war selber mal hier in der Rolle einer Ministerin. Ich habe mit einer Tradition hier im Land gebrochen, die ich für falsch halte, dass nämlich Gesetzentwürfe oder Gesetzesvorhaben erst dann diskutiert werden dürfen, öffentlich diskutiert werden dürfen, wenn der Gesetzentwurf das Kabinett passiert hat. Dann ist es zu spät. Dann können die Bürger nichts mehr dran ändern. Dann kann meistens auch das Parlament nichts mehr dran ändern. Dann sind die Würfel gefallen, die Machtwürfel sozusagen gefallen. Mit dieser Tradition haben wir gebrochen, indem wir so etwas wie eine gläserne Werkstatt im Ministerium eingeführt haben. Damals mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die CDU konnte wenig dagegen sagen. Man hat sich am Anfang ein bisschen geärgert. Aber das ist zum Beispiel genau dieser Punkt, was ich meine mit erklären. Es gibt einen Punkt, wo ich als Politikerin gefordert bin, in absehbarer Zeit eine Entscheidung zu treffen. Und das ist der einzige Vorwurf, den ich momentan an die Piraten mache. Sie denken nicht ans Ende, nämlich irgendwann muss auch die Piratenpartei oder ihr Vertreter eine Entscheidung treffen in den Parlamenten. Ich bin gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und bevor ich diese Entscheidung treffe, versuche ich so viel wie möglich die Meinung der Menschen anzuhören. Und es gibt einen zweiten Kritikpunkt, den ich habe oder wo ich gerne lernen möchte. Wenn dann das Internet geöffnet ist, und das können Sie auch in Schriftform machen, da kriegen Sie von allen möglichen Leuten Stellungnahmen zu irgendeinem Vorhaben, was Sie haben, wer entscheidet denn dann, welche Stellungnahmen Sie in Ihre Entscheidungsfindung einbeziehen und welche nicht? Wie transparent machen Sie denn das, wenn Sie jetzt 1000 Rückmeldungen bekommen? Die 1000 Rückmeldungen werden ja nicht alle homogen sein oder in eine Richtung sein. Und wer entscheidet dann, welche dieser 1000 Rückmeldungen für Sie, für Ihre Entscheidungsfindung von Bedeutung sind? Das ist nämlich genau das, was Politik dann ausmacht. Herr Bucher, wer entscheidet das? Das ist das Schöne daran. Das ist das Schöne daran, wenn man irgendwie eine große aktive Basis hat und auch eine basisdemokratische Organisation im Hintergrund, weil dann sind 1000 Einreichungen ganz schnell gesichtet, ganz schnell sortiert, ganz schnell bewertet. Viele Augen können viele Dinge ganz schnell machen. Wenn das in 7 Richtungen weist, welche ist dann die Entscheidung? Wenn es dann in 7 Richtungen weist, dann muss da abgestimmt werden. Weil wir denken zu Ende, das ist großer Teil der Demokratie, es gibt konkurrierende Vorschläge, dann heben wir alle unsere Karten oder ziehen im Liquid Feedback unsere Fältchen in die richtige Richtung, klicken auf den Knopf und am Ende haben wir ein Ergebnis. Dann nehmen wir nochmal das Argument, das auch technisch hier schon mehrfach angesprochen worden ist, dass Sie mit dieser Art auch der Meinungsbildung ja dann doch auf die gut gebildeten, auf die Vernetzten abzielen. Was ist mit den anderen? Bleiben die bei den Piraten außen vor? Nein, bleiben sie nicht. Also Liquid Feedback ist jetzt nicht die komplexe Software. Ich habe es, glaube ich, meiner Mutter erklärt, die ist 74, die hat das in einer halben Stunde verstanden gehabt. Das Zeitargument... Bleibt ja trotzdem ein Teil von Leuten außen vor, die nicht vernetzt sind, vielleicht auch gar nicht vernetzt sein wollen. Was machen die mit denen? Wie dürfen die mitspielen? Das sind mittlerweile so wenige Leute. Also ich sehe... Also ich weiß jetzt nicht, irgendwie, können wir mal kurz die Hand heben, wer von Ihnen hat keinen Internetanschluss zu Hause? Es werden immer weniger und ja, wir treffen uns auch offline. Und dann können auch Leute, die keinen Internetanschluss zu Hause haben oder sich weigern irgendwie,
online zu kommunizieren, auch offline irgendwie am Diskussionsprozess teilnehmen. Ich würde gerne nur gar keine Punkte zu sagen. Also ich glaube, wir werden uns in 10 Jahren überhaupt nicht mehr über das Thema unterhalten, sondern es wird normal sein. Oder in 20 Jahren. Das ist quasi normal sein. Nö, das glaube ich nicht mit 5. Das würde ich widersprechen. Das können wir jetzt nicht klären. Das können wir auch nicht klären, aber ich glaube, das wird in 10, 15 Jahren, weil wir auch eine ältere Gesellschaft haben von älteren Leuten, das ist ja nicht, das ist ja eine Kulturfrage. Es ist ja nicht nur der Internetzugang, sondern es ist quasi, und wenn Sie mal alle in den Wikis, weil es werden die Entscheidungen werden, das ist ja falsch. Die Entscheidungen werden ja nicht nur im Liquid, sondern es gibt ja auch ganz viele Wikis und keine Ahnung, was komplexe Systeme, wo sich diese Untergruppen, die ja verschiedene Interessen auch widerspiegeln, sich treffen, dort auch, natürlich wird da auch gemaut, ein bisschen öffentlicher oder so, aber man muss ja erstmal dieses Wiki finden, um da überhaupt, also das ist schon kompliziert, das ist auch eine kulturelle Frage. Zweiter Punkt habe ich, es gibt ja eine schöne Forschung, dass Schwarmintelligenz auch irgendwann dumm ist. Also sagt ja, es gibt Forschungen von der Stadt Zürich quasi, die quasi sagt, am Anfang Schwarmintelligenz ganz gut, um bestimmte Lösungen zu finden. Aber irgendwann, wenn es schon bestimmte Lösungen gibt, tendiert der Schwarm dazu, zur Mehrheit dazu zu stimmen. Christian, ein Wort, erklär ganz kurz, was die Schwarmintelligenz ist. Das ist quasi der Begriff dafür, dass ganz viele bessere Lösungen finden. Also wenn ganz viele einfach entscheiden, es gibt eine Frage und ganz viele sich darüber abstimmen, gibt es eine bessere Lösung, als wenn jetzt 3 Leute in der Fraktionsvorsitzenden etwas machen, sondern alle zusammen kriegen bessere, intelligentere Ergebnisse in Schwarm. Herr Guttenberg wurde von einem Schwarmzufall gebracht, der auf einer schönen Wiki-Seite seine Doktorarbeit studiert hatte. Da gibt es eben schon die Tendenzen, dass diese Schwarmintelligenz irgendwann auch dumm macht, weil es sich eben die Tendenz gibt einfach, das kann man quasi empirisch beweisen quasi, oder nicht beweisen, aber halt quasi sehen, dass in bestimmten Kontexten hier die dümmere entscheiden. Die, wo einfach die meiste, wo dann keine neuen Ideen auch mehr reinkommen, weil es schon bestimmte Zustimmungen zu bestimmten Sachen gibt. Und ein dritter Punkt, es bleibt natürlich dabei, dass sich nur die, die gerade Zeit haben, gerade beteiligen. Bestes Beispiel, Piratenparteitag in Neumünster. Du, sie war es bestimmt aber da. 2500 waren angekündigt, es kam aber nur 1500. An was lag das? Meine Vermutung, es war eben im Norden, in Schleswig-Holstein, sodass ganz viele aus Süddeutschland nicht hochgefahren sind. In Süddeutschland war auch noch 30 Grad, schönes Wetter. Und wenn dann quasi die demokratische Entscheidung auf einem Parteitag davon abhängig ist, wie das Wetter ist und wo es stattfindet, und wir haben ganz viele bestätigt, dass das Wahlergebnis von manchen Kandidaten auch anders gewesen wäre, wenn quasi es in Süddeutschland gewesen wäre, weil die Baden-Württemberger da teilweise auch anders drauf sind als die Norddeutschen und die Berliner, dann frage ich mich, was ist daran demokratischer? Wenn der Zufall ist, wer gerade Zeit hat, sich an einer demokratischen Beteiligung, dann kann es ja um 1000 Leute Unterschied auf einem Parteitag, ich meine, das ist fast über die Hälfte. Also, das ist quasi, wo ich sagen kann, okay, es hätte ganz was anderes rauskommen können. Für mich ist das nicht demokratisch. Also regiert das der Zufall? Es regiert nicht der Zufall. Das mit dem Parteitag ist ein Problem. Wir arbeiten bereits an Lösungen, Parteitage zu dezentralisieren, um dieses Location-Problem, das klar besteht, irgendwie zu lösen. Problem, ja, Nord-Süd irgendwie haben sie aber, glaube ich, in allen Parteien irgendwie, dass sich da verschiedene Landesverbände unterschiedlich inhaltlich gewichten. Bei uns fließt das halt dann ein, dass wir keine Delegierten haben, sondern jedes Mitglied kommen kann. Ja, dann haben wir halt, wenn wir im Norden wählen, einen eher, ich sage mal, liberaleren Vorsitzenden. Wenn wir im Süden wählen, einen etwas weniger liberalen Vorsitzenden. Aber deshalb machen wir das ja auch irgendwie verteilt über die Republik, dass jeder mal dann kommt. Wir waren auch schon hier in Chemnitz auf einem Bundesparteitag. Okay. Und dass das Wetter Einfluss auf die Politik hat, sehen Sie ja auch schon an der Wahlbeteiligung in normalen Wahlen. Das stimmt, aber auf Parteitagen ist egal, auf welchem Wetter, bei allen anderen Parteien kommen einfach die Delegierten, je nachdem wie viele Mitgliederzahlen jeder Bezirk und jeder kleine Bahnhäuser hat, kommt jeweils Delegierte nach der Zahl und der wird, ich kenne jetzt die Zahl nicht, es gibt ja auch Ersatzdelegierte, gibt es nie Ausfälle. So, das gibt es nicht bei allen. Also dass das Wetter einen Einfluss hat, sieht man auch an den Wahlerfolgen von Berlusconi in Italien. Aber nochmal ernsthaft, wie viel, Steinmeier hat das ja angesprochen, wie viel Repräsentation wollen Sie denn eigentlich mit Ihrem Modell tatsächlich abschaffen? Und umgekehrt, wie viel ist denn trotzdem noch nötig zu repräsentieren in einer Partei wie den Piraten? Es ist eine gewisse Repräsentation, ist ja
immer vonnöten, weil auch wir Piraten wählen Vorstände. Ja, die Vorstände sagen bisweilen, also ich will mich eigentlich nicht zu sehr äußern, um mich nicht zu sehr an die Spitze zu stellen. Also wie viel... Unsere Vorstände die Aufgabe haben, die Partei nach innen und außen zu vertreten und zu repräsentieren. Und unsere Vorstände demnach nicht ihre Privatmeinung zum Besten geben, sondern die Parteimeinung. Aber teilen Sie meine Einschätzung, dass da so richtig die Form noch nicht wirklich gefunden ist? Doch, wir haben da eine Form. Wir haben Vorstände, die die Parteimeinung irgendwie in die Presse sagen und nicht ihre Privatmeinung. Ich will Ihnen jetzt mal beispringen. Ich will Ihnen jetzt mal beispringen, weil unabhängig, ob wir das alle gut oder schlecht finden, könnten wir einfach feststellen, es ist ein Trend, dass sich offensichtlich da, wo sich Leute engagieren, sie das nur noch partiell tun. Sie das eben nicht mehr in Parteien für alle möglichen Dinge, die sie vielleicht gar nicht mehr überblicken und verstehen. Also wie gesagt, bei Finanz, glaube ich, schalten 95% der Leute geistig auch ab zwischendurch. Und dafür sind doch all die Beispiele, die genannt wurden, eigentlich auch gute Belege. Die Tech-Bewegung hat sich Globalisierung vorgenommen, Occupy hat sich die Börsen vorgenommen, die Piraten haben sich anfangs eben aufs Internet konzentriert. Es ist vielleicht erstmal der Trend und könnte darin nicht auch Christian Demuth wirklich eine große Chance liegen, dass sich Leute zielgerichtet engagieren und dann eben auch zielgerichtet Partizipation in einer neuen Form, in einer dann wirklich modernen Form umsetzen und einbringen. Gekauft. Klar. Prima, Schlusswort. Es ist ja auch so in der Schweiz zum Beispiel, es gab letztens eine Exkursion, ich stelle mir das vor, so wie so eine Exkursion in das Kontinent, das eine deutsche Gesellschaft von Staatswissenschaft und Politikwissenschaft sich aufgemacht hat in die Schweiz, um dort quasi das direkte Demokratiesystem zu erkunden. Die haben dann auch Botschaften zurückgebracht. Und natürlich haben die eine Botschaft, was sie war, dass quasi sich zwar 42% oder 30% oder so beteiligen sich von ihnen, ein Teil beteiligt sich immer, aber die anderen 20% beteiligen sich immer, die anderen 20% beteiligen sich nur, wenn sie selber betroffen sind. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, und ich habe ja nicht gegen die Einführung von direkter Demokratie auf Bundesebene. Ich glaube, da ist die Grünen und die SPD haben jetzt schon lange diesen Gesetzentwurf. Es ist, glaube ich, auch klar, wie Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, dass wir diese Ergänzung brauchen. Es ist klar, dass es bestimmte Ergänzungen gibt, auch die Parteien selbst. Weil die SPD hat gerade eine Parteireform hinter sich, wo es um mehr Beteiligung geht. Also, dass wir quasi das ein bisschen eingeschlafen ist, auch in einem marktradikalen Dogma, was Demokratie als verzichtbar erklärt hat. Das darf man ja nicht vergessen, wie viele auf jedem CDU-Wirtschaftsrat wird immer wieder das China-Beispiel rausgezogen. Da funktioniert es doch besser, da kann man ja Autobahnen in einem Jahr bauen. Klammer auf, eckige Klammer, dafür wurden auch 100.000 Leute umgesiedelt, die nicht gefragt wurden, eckige Klammer zu. Aber trotzdem kommt es immer wieder, dieses Beispiel. Also das ist gar keine Frage, mehr Beteiligung, da gab es auch Verkrustungen, Demokratie wurde nicht mehr als wichtig erachtet. Auch an den Unis zum Beispiel wurde quasi die Demokratie auch Universitäten abgebaut, es ging ja nur noch um Elite. Das sind ja lauter so Aspekte. Und da muss es eine neue Demokratiebewegung geben letztlich. Und deswegen sind die alle ganz wichtig. Nur mein wichtiger Punkt war vorhin in dem Vortrag auch, die soziale Spaltung ist das Zentrale. Und ich glaube zum Beispiel die Kürzung der Mittel, ich meine, das hat niemand aufgeregt, hat auch keine Presse geschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand darüber geschrieben hat. Die Kürzung in der sozialen Stadt, der Mittel der sozialen Stadt durch die Bundesregierung und auch in Sachsen, waren wahrscheinlich ein größerer Schlag gegen die Demokratie als viele Sachen, über die öffentlich immer in der Zeitung geschrieben wird. Weil das sind genau die Mittel, wo in Vierteln, wo sozial Schwache wohnen, dort ermächtigt werden, dort quasi durch Stadtteilmanager. Früher war das der Genosse oder der Gewerkschafter vor Ort, der die Leute motiviert hat. Früher gab es so Personen, so Vertrauenspersonen in Stadtteilen, die gibt es heute nicht mehr. Im Dorf war es der Pfarrer. War auch teilweise ein bisschen undemokratisch, weil die haben dann alles halt gemacht, was der Pfarrer gesagt hat oder der Gewerkschaft. Aber trotzdem gab es so Personen. Und heute gibt es diese Personen, es gibt diesen Zusammenhalt nicht mehr in den Vierteln. Und deswegen diese soziale Kürzung der sozialen Staat ist einer der größten Schläge gegen die Demokratie gewesen. Das hat nur niemand gemerkt. Und Herr Bocher noch einmal als Replik dazu. Erstmal bin ich Christian Demuth sehr dankbar, dass er nochmal das Thema aufgerufen hat, der sozialen Ungerechtigkeit bei den Beteiligungsformen. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal von dem Vertreter der Piraten hören, wie Sie denn gedenken. Sie treten ja nicht als Protestbewegung auf. Also ich würde auch gerne mal mit dieser Gleichsetzung hier ein bisschen das Kritische hinterfragen. Eine Protestbewegung, eine Partei ist bei mir immer noch was anderes. Und die Piraten treten als Partei auf. Und eine Protestbewegung oder eine
Bürgerinitiative, um mal bei dem Begriff zu bleiben, ist immer noch etwas, die ganz konkret für ihre Interessen oder für die Interessen der Region kämpfen oder für eine Sache kämpfen. Sie attackieren. Sie würden sich nie erdreisten, eine Partei zu werden. Ja? Sehe ich jedenfalls nicht, dass sie das machen. Aber die haben ein ganz klares Ziel und haben auch viel aufgerüttelt. Okay. Ja, jetzt sind Sie dran. Ich möchte eine Grundregel machen. Wenn Sie was zu sagen haben, jeder will gerne was dazu sagen, packen Sie es am Ende in eine Frage. Das macht es für alle leichter. Richten Sie die Frage am besten an einen von unseren Diskutanten ganz konkret, dann ist die Chance auf eine Antwort riesengroß. Also, wer fängt an? Bitte vielleicht hier ans Mikro. Ja, genau. Am besten gleich eine lange Schlange bilden. Die erste Frage. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Matthias. Ich bin Sozialdemokrat, User und auch Netzpolitiker. Und da muss ich mal wieder ein bisschen fragen, warum. Aber ich will etwas von meiner Frage. Ich habe nicht viele Dinge, die mir heute aufgestoßen sind. Aber ich muss es mal ein bisschen kurz machen. Und Christian, wir bleiben bei dem Thema mehr Demokratie wahren. Warum haben wir denn gerade ein Problem mit Demokratie? Du hast ja gesagt, es bringt quasi Punkte, wenn sich Leute hinstellen und sagen, das Raumschiff Berlin, da gibt es nur Mist gebaut. Warum ist das denn so? Ist es nicht so, dass die Leute einfach die Demokratie nicht mehr verstehen? Ist das quasi der Punkt, wo wir vielleicht wieder die Leute mitnehmen müssen, den Leuten das erklären müssen? Das hat Eva ja auch schön gesagt, das Internet ist nicht dafür da, das offene Internet abzulösen, sondern das Internet ist dafür da, Dinge zu erklären. Und das müssen wir natürlich auch machen in unserer Partei. Wenn ich mir jetzt eben hier angucke, sind dann doch relativ viele Genossen dabei, die eher weit in meinem Altersschnitt sind. Aber ich denke auch die kann man mitnehmen. Auch im Internet, gerade da. Und es ist doch schön, wenn man eben quasi online mitdiskutieren kann, wenn man keine Zeit hat. Wenn man offline quasi zu einem Termin nicht kann, kann ich nicht mitdiskutieren. Das ist doch auch kein Erfolg. Okay. Ich stimme dir zu. Ich habe dem Herrn überhaupt nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt, die Frage ist, ob Entscheidungen im Internet, die auf so eine Weise fallen, demokratischer sind. Und dem würde ich Ihnen widersprechen. Das habe ich ja vorher gesagt, dass wir überall beteiligen müssen. Aber ich würde dir mit allem, was du jetzt vergisst, sagen, was wir auch machen müssen, was die Sozialdemokratie auch machen muss. Wir müssen im Internet und wir müssen wieder Hausbesuche machen. Sie müssen quasi wieder an die Leute rangehen und quasi in bestimmte Viertel, ich nenne mal Stichwort Kümmererpartei, weil es reicht eben nicht nur im Internet eben Leute, weil da kriegt man eben nur ein bestimmtes Klientel. Das heißt ja nicht ins Internet zu gehen. Im Gegenteil, natürlich muss das gemacht werden. Also muss ausgebaut werden, da muss man mehr machen. Es gibt jetzt technische Möglichkeiten wie so ein Titan, so Pads, wo man zusammen an Texten arbeiten kann. Das wird in 10 Jahren, 5 Jahren bestimmt eben schon relativ normal sein. Aber das reicht nicht. Sondern die Parteien müssen wieder in die Basis rangehen, müssen quasi wieder Hausbesuche machen. Sie müssen in sozial schwache Viertel gehen und dort mit den Leuten reden. Sie müssen ja auch wieder fragen. Das reicht eben nicht nur, an die Mittelschicht zu gehen. Und da sehe ich schon eine gefährliche Tendenz, dass zum Beispiel Bürgerbüros zunehmend immer nur noch in linksliberalen Vierteln aufgebaut werden. Sage ich nicht. Tendenz von Politik, weil sie ja da noch ein positives Feedback bekommen. Und das ist der falsche Weg. Man muss wieder dorthin, wo quasi Leute sich in die politische Apathie begeben haben und die muss man wieder abholen. Und das kann man eben nicht nur über das Internet machen, sondern man muss es auf verschiedenste Wege machen. Politik muss raus aus den Gremien und rein in gesellschaftliche Diskussionsprozesse, auf Internet, Hausbesuche, Straße oder keine Ahnung wo. Oder halt gesellschaftliche Bewegungen. Aber da gibt es nicht die Lösung, die quasi Piraten suggerieren. Weil das wäre meiner Meinung nach nicht repräsentativ. Das ist kurze Nachfrage vielleicht noch. Das ist aber genau das, was ich hinaus will. Also es geht ja nicht darum, dass wir nur online wollen und nur offline. Sondern auch sich hinzustellen und sagen, online ist quasi das Problem, weil wir dann ja alles durch den Abgriff ist. Nein, aber das klingt so gut. Das finde ich das Problem. Also schön, dass du mich weiß ergänzen, dass wir hier gut reinschauen. Gekauft? Mein einziges Argument war, es ist nicht demokratischer, wenn man aus Zufall eine zufällige Zusammensetzung von Mitgliedern auf einem Parteitag bestimmt, ob etwas gemacht wird oder nicht. Das ist für mich nicht demokratischer. Es ist für mich demokratisch, wenn es bestimmte Regeln gibt. Also zum Beispiel eine Art Delegiertensystem könnte man ja auch über Internet machen. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das könnte man ja auch machen. Nein, weil geheime Wahlen über das Internet nicht gehen. Geheime Wahlen gehen über das Internet nicht.
Ah, jetzt hat er uns doch mit seiner Internetkompetenz noch dran gekriegt. Wir nehmen trotzdem erstmal die nächste Frage. Da gibt es theoretische Probleme. Ich wollte noch was dazu sagen, dass hier immer so mitschwingt, wir wären ja als Piraten die Partei der Leute, die besser verdienen und Mittelschichtspartei und so. Das ist nicht. Seid besser gebildet, aber. Wir sind überdurchschnittlich gebildet, ja, das ist noch der Fall. Aber wir sind auf keinen Fall besser verdient. Wir sind viel eher die Partei des neuen Prekariats, der Leute irgendwie, die jahrelang studiert haben und jetzt irgendwie für 1100 Euro eine halbe Stelle irgendwo an der Uni haben und dafür trotzdem Vollzeit arbeiten. Der Selbstständigen, die immer einen Auftrag vom Amt entfernt arbeiten müssen. Der Selbstständigen, die irgendwie dann auch mal, wenn gerade keine Aufträge da sind, für 8 Euro auf den Bau gehen. Die nächste Frage bitte. Okay. Das sind eben die blockierten Eliten, die würde ich vorher das zweite Mal bitte. Also meine Frage geht an Florian, das setzt darauf an, auf mehr Beteiligung in der Demokratie mit dem Internet. Und Sie hatten angedeutet, das ist nicht grenzenlos. Und mein Problem damit ist, wenn man kein Programmierer ist, ist man, so sehe ich das, ein bisschen spitz ausgedrückt, ein digitaler Analphabet. Weil was wir sehen, was ich als normaler User, als Nutzer sehe, ist Oberfläche. Womit ich umgehe, ist eine Oberfläche, die mir symbolisch darstellt, was hinter der Oberfläche, einer Aneinanderreihenfolge von 1 und 0, also Zahlenfolgen, geschieht, die ich nicht verstehe, die ich nicht interpretieren kann, ohne diese symbolische Oberfläche. Und da ist halt mein Problem, ist die Möglichkeit der Manipulation. Wenn ich sozusagen als Laie, ich kann lesen, schreiben und rechnen, das nimmt mich schon als Wahlbeobachter und Wahlprüfer. Aber für den Computer ist es für mich als Laie schon viel schwieriger herauszufinden, ob gerade Manipulation stattfindet. Deshalb haben wir auch in unseren Abstimmungstools die Sourcen überall offengelegt, dass zumindest Programmierer untereinander irgendwie eine Manipulation verhindern können. Ja, dann ich ja noch als Nicht-Programmierer außen vor. Ich muss darauf bist du, dann musst du, ja, aber du vertraust ja auch deinem Arzt, wenn er dir etwas sagt. Nicht mehr so sehr wie früher. Deshalb gegen Ende noch ein knackiges Zitat gekriegt. Vertraue deinem Pirat wie deinem Arzt. Nein, vertraue. Das macht über DPA, macht das Karriere. Vertraue deinem Programmierer. Beziehungsweise vertraue darauf, dass viele Programmierer, die gemeinsam an einer Sache arbeiten und diese Sache öffentlich machen, dir keine Hintertür einbauen werden. Ich glaube, das wäre das Letzte, worauf ich vertrauen würde. Aber die nächste Frage noch. Ja, hallo, Jörg Fiebig, Freundeskreis-Mitglied aus Chemnitz, Mitglied des Herrenberger Freundeskreises. Und ich frage mich genau, oder jetzt schon die ganze Zeit, was würde denn unser lieber Herbert dazu sagen? Wenn der Herbert heute vorne hier auf dem Podium sitzen würde als Sozialdemokrat gegenüber einem Piraten. Und ich denke, Herbert würde irgendwie eine geschliffene rhetorische Formulierung finden, die uns alle übelst amüsiert. Er würde aber versuchen, auch das versuchen, irgendwie genau auf den Punkt zu formulieren. Und da sage ich mal, Politik, liebe Piraten, wird auf den Platz gemacht. Politik ist von Gesicht zu Gesicht, von Angesicht zu Angesicht, von Face to Face, von Facebook. Und wenn ihr glaubt, dass man Politik von der Couch machen kann, sich da hinsetzen bei einem bisschen Chips und ein bisschen Bier und da einfach von der Couch irgendwie politisch mitzuschauen, dann sagen wir euch, Politik ist immer noch ein Widerspruch von Interessen in den Parlamenten. Zu Wort kommen lassen. Ja, entschuldigt, das und es muss hier tatsächlich in der Form nur die Form gewahrt werden, dass Leute aussprechen dürfen. Richtig. Dann ist es aus meiner Sicht nur eine Frage, wenn in der Podiumsdiskussion kann man ruhig schon mal eine Meinung hören. Und da habe ich heute relativ wenig gehört. Und meine Frage wäre jetzt mal an dich, Florian, sagen wir so, die Grundkompetenz als Pirat, kannst du segeln? Hast du einen Segelschein? Ich glaube, ob ich einen Segelschein habe oder nicht, hat hier definitiv nichts mit der Sache zu tun. Also, so wollen wir auch nicht aussteigen. Ich glaube, das fiktive Wehner-Zitat, das war ein Gewinn. Ich werde jetzt mich hier auch nicht über meinen Beziehungsstatus oder andere Sachen äußern, weil das sind private Sachen. Dass man Politik nur von Angesicht zu Angesicht machen kann, nein, das ist nicht so.
Die besten Anträge, die ich gesehen, an denen ich mitgearbeitet habe, habe ich geschrieben mit Leuten, von denen ich noch nicht mal ihren richtigen Namen kannte. Da saßen wir zusammen an einem Pad und haben alle zusammen an einem Text geschrieben, auf ganz Deutschland verteilt. Und ich glaube, ja, man kann irgendwie gute Politik machen, ohne dass man an einem Stammtisch sitzt. Okay, wir nehmen noch eine Frage. Und Frau Stange darf dann auch noch einmal antworten. Wir nehmen noch eine Frage, der Herr, der da schon steht und die Hand erhoben hat. Ja? Vielleicht kann ich deutlich immer so reden. Ich bin kein Wähler der Piraten. Ich bin Gast in ihrer sehr guten Veranstaltung, was ich an den Vorträgen vorher alles so verstanden habe. Ich finde es aber gut, dass es die Piraten gibt. Und es gefällt mir jetzt nicht, dass nur auf Sie eingeschlagen wird, denn irgendwie vertreten Sie die größte Partei hier in Deutschland. Das ist nämlich die der Nichtwähler. Irgendwie, wenn Sie auch dort nur einen Teil davon repräsentieren. Und genau das ist das Problem der etablierten Parteien, dass wir doch irgendwie die Situation hier so, wie sie jetzt ist in Deutschland, die soziale Schieflage wurde gesagt, an den Randpass gefahren haben. Und nun rütteln uns diese Wähler und diese neue Partei auf. Und das müssen wir uns zugute führen, die etablierten Parteien. Das kam ja auch zum Ausdruck von Ihrer Maria Stange und so weiter. Und so möchte ich auch diszipliniert und ein bisschen miteinander ordentlich umgehen. Wissen, auch die Parteien untereinander, was gibt es da manchmal für ein Hauen und Stechen? Okay, ich danke für den Beitrag. Also ich bin erstmal sehr dankbar für die Meinung, die gerade gekommen ist. Ich denke, die Sozialdemokratie hat es überhaupt nicht nötig, laut zu werden in der Auseinandersetzung mit den Piraten oder in einer Gürtellinie zu gehen, sondern tatsächlich sich ernsthaft mit dem auseinanderzusetzen, was sie auf die Tagesordnung setzen. Und ich glaube, es ist in den Beiträgen auch von Christian und Frankfurt deutlich geworden, dass man sehr aufmerksam auch schaut, welche Anstöße es geben kann, woraus wir auch lernen können, was Beteiligungsformen angeht. Ich sehe momentan, ich bin ja vorhin gefragt worden, was ich davon lerne. Das Einzige, was ich mir angucke, ist zurzeit, wie können wir mehr Bürger an Politik beteiligen, außer face-to-face, also auf der Straße, das Wahlkreisbüro, direkt im sozialen Brennpunkt und so weiter. Was können wir noch tun, um Menschen zu beteiligen? Ich bin kein Freund davon, und das ist der einzige Widerspruch zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt keine Partei in Deutschland, die den Menschen eine einfache Lösung präsentieren kann. Jede Partei, die das macht heute, bei den Problemen, die wir haben, die lügt und die führt uns an den Abgrund. Ich nehme jetzt wirklich die letzte Frage mit der Bitte um eine letzte kurze Antwort. Mein Name ist Gottfried Brabe. Ich fühle mich als Erdenbürger. Seit 1953 gestalte ich mein Leben, mein Berufs- und Familienleben hier in Dresden. Ich habe keine Frage, sondern Demokratie hat mich meines ganzen Lebens begleitet. Besonders an meinen Geburtstagen muss ich daran denken. Denn ein Jahr vor meiner Geburt, am 23. März 1933, ist im Reichstag das Ermächtigungsgesetz von Hitler bestätigt worden. Und das macht mir immer Gedanken. Da ging ja die Demokratie in Diktaturen. Und nächstes Jahr, 2013, ist das 80-jährige Jubiläum zu diesem Ermächtigungsgesetz. In der Reichstagssitzung war Herr Weser, der SPD-Fraktionsvorsitzende, der Einzige, der gegen dieses Gesetz geredet hat. Es haben 444 Abgeordnete dafür gestimmt, von allen Parteien, die im Reichstag saßen. Ich habe Abschrift von dem Protokoll, wo namentlich, also 444 haben dafür gesprochen, dort ist namentlich aufgeführt, wer Ja und Nein gestimmt hat. Und das ist sehr gut. Von der SPD konnten wir nicht alle dabei sein. Der KPD war hochgeboten, war nicht anwesend.
das ist das, was mich immer beschäftigt. Wie ist die heutige Situation? Wann wieder so eine Situation kommt, wenn ein Mensch wie der Hitler als Deutsch spricht, wenn er sich in Afrika wieder so gut in das Leben zum Nachdenken. Ja, ich nehme das mal als sehr persönliches Schlussstatement mit für die Überschrift Mehr Demokratie wagen. Ich glaube, wir können darüber jetzt anschließend nur noch persönlich uns unterhalten. Ich möchte Ihnen danken. Ich möchte Ihnen für die rege Teilnahme danken. Ja. Und ich glaube, ich will das selber mal versuchen, in ein Schlusswort zu münzen. Ich glaube, dass wir bei dem, was wir hier auch erlebt haben, wo die Emotion nun einmal hochgekocht ist, sehen, dass es hier tatsächlich auch in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht noch zur Sache gehen wird, dass diese Demokratie in Bewegung ist und dass wir das nicht nur hier in Sachsen, aber auch hier ganz besonders in Sachsen sehr brauchen, dass wir engagierte Demokraten haben, in welcher Form sie sich auch immer beteiligen und in welcher Partei. Und dass es zunächst mal ein Gebot der Fairness, aber auch der Neugier braucht, um diesen Austausch zu führen. Und von daher danke ich heute dem Herrn Buckhorn ganz besonders, dass er sich bereit erklärt hat, mit dieser Diskussion zu stellen. Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn man Argumente und gemeine Fragen und Thesen aus allen Richtungen beantworten muss. Ich finde, er hat sich tapfer geschlagen. Ich danke aber auch den Diskutanten und Christian Lehmuth für den Input, den er hier gebracht hat und dass er eine doch sehr reghafte Diskussion angestoßen hat. Ich wünsche allen Teilnehmern des Herbert Wehner Bildungswerkes eine gute Veranstaltung auch weiterhin. Ich danke für Ihr Kommen und sage ja, bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle.